Ja, hallo und willkommen zurück hier zu 7 Days to Die in der Apokalypse an Tag Nummer 8. Ja, wir haben die Feralhorde überstanden in der letzten Folge. War einiges los, ne? Wir haben unsere Pistole komplett geschrottet. Die ist total im Eimer. Ja, ich hoffe, ich habe ja noch irgendwie ein Repair-Kit oder sowas am Start, aber es sieht nicht gut aus. Nein. Das ist ja doof, okay. Das ist ja echt blöd. Haben wir nochmal Repair Kits. Oh, da brauche ich, glaube ich, Stoff, oder? Repair Kit, Weapon Repair Kit. Rub, genau, nee, Repair Kit. Metal Stripes, Stoff und Öl. Jetzt pass auf. Stoff hätten wir. Metal Stripes haben wir auch gleich. Die sind relativ schnell hergestellt. Kein allzu großes Problemchen. Dann brauchen wir noch 20 Öl, ne? Ja, oder 19 tun es in dem Fall auch. Repair. Weapon Repair. So, einmal hier, einmal dort. Dann knallen wir den Schmarrn ja auch noch drauf. Ah, okay, das deckt offenbar nicht. Also maximal 15 hier. Na gut. Wenn es sein muss. So, jetzt kann ich es draufschmeißen. Das passt. Dann haben wir halt einmal Stoff übrig und einmal Metal Stripes. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht sonderlich kriegsentscheidend, ne? Ja, generell so die Stimmung, also bin sehr zuversichtlich. Die letzte Folge hat mich doch positiv gestimmt. Hätte nicht gedacht, dass wir da so glimpflich aus der Nummer rauskommen. Ja, und wenn man mal ehrlich ist, also die Zombies hatten ja mal gar keine Chance, oder? Also so kam es mir zumindest vor. Die haben mal richtig alt ausgeschaut, die Zombies. So, ey, wieso sagt bloß 12 ist das Maximum, oder? Ist 12 echt? Tatsächlich, 12 ist das Maximum für ein Weapon Repair Kit, okay. Wusste ich jetzt auch nicht. Also wieder was Schönes gelernt. 12 ist das Maximum. Ja, was wollte ich sagen? Also echt zuversichtlich, hätte ich nicht gedacht, dass wir das so toll aus dieser Nummer rauskommen. Aber hey, ich will mich jetzt wirklich nicht beschweren, ne? Also ich habe damit Schlimmerem gerechnet. Von dem her bin ich sehr angenehm und positiv überrascht. So muss es ja sein. Und haben ja gesagt, wir wollten heute mal ein bisschen um die Häuser ziehen, ne? Und schauen, ob es was Hübsches gibt für uns. Und ich sehe auch, wir brauchen wahrscheinlich wieder ganz dringend was zu essen. Ja, so viel haben wir gar nicht mehr. Okay, wir haben noch ein bisschen Schwein. Wir haben noch 4 Eier. Das ist nicht allzu viel. So, und während da gecraftet wird, könnte ich mal kurz nach unserem Garten schauen. Wie sieht's hier aus? Der Mais ist noch nicht fertig. Ne, da tut sich noch nicht viel. Ja, und der Kaffee, der ist, ja, der ist am Wachsen, aber da passiert auch nicht wirklich viel. Tee, halt, da habe ich gerade Schweindel gehört. Irgendwo habe ich da gerade ein Schweindel gehört. Naja, also, das braucht ja alles noch eine Runde. Schweindel, wo bist du? Da ist ein Zombie. Dich brauche ich hier nicht. Ist auch entsprechend erledigt. Da ist eine Krankenschwester. Die ist gerade ein bisschen aggro geworden, aber das hat sich hiermit auch erledigt. Die gute Krankenschwester. Ich höre nichts mehr. Nee, okay, gut. Ich habe mal eingebildet, ich hätte noch was gehört, aber... Naja. Halluzination, ne? Was haben die Gentlemen dabei? Ja, nicht wirklich was. Okay, wir stellen weiter hier unsere Sharpstones her. Hat sich hier irgendwas in unsere Höhle eingeschlichen? Nein. Die Kerzen brennen noch. Alles kein Problem. Aber irgendwo habe ich einen Zombie gehört. Also, ich vermute mal, der ist auf Schweinejagd. Der Zombie, der oder das Zombie oder... Naja, der entsprechende Artikel ist mir nicht bekannt. Kann ich jetzt nicht genau sagen, was da der korrekte, was die korrekte Bezeichnung ist. Da hätten wir einen dicken zur Auswahl. Den legen wir ebenfalls mal kurz hin. Da ist ein Kollege. Ui, haben wir sauber vorbei gemeiert. Oh, schwierig. Jetzt wird's hässlich. Zweimal klar vorbeigeschossen. Jetzt, okay, alle guten Dinge sind 3, haben wir gedacht, ne? Da ist auch der Schwein, sehe ich gerade. Weißt du was hier? Ich gebe dir mal meinen Knüppel hier. So, Edge. Da war das Schwein. Ja, das sieht natürlich schwierig aus. Sollte man wegmachen, diese Überreste? Weil das wirkt sich angeblich auf die Heatmap aus. Hab's nicht bestätigt, aber so was man so gelesen hat und gehört hat, soll das ganz schlecht für die Heatmap sein. Also das heizt die Heatmap auf. Vielleicht sollte ich generell mal erklären, was denn die Heatmap ist. Bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Da ist der Schwein da, schau an. Also Moment, die Heatmap muss kurz warten. Ich muss das der Schweindel hier mal begrüßen. So.
Wo ist es denn? Das sind ja gleich mehrere. So, ui. Ja, Alter, was ist denn hier los? Scheiße, ey. Wo kommen denn die alle her? Sag mal, seid ihr verrückt? Wer hat denn die Jungs bestellt? Ah, das ist ja jetzt echt schwierig. Das ist ein ganzer Scheißhaufen da drüben, ey. Da habe ich doch mal aufgeräumt. Wo kommen die jetzt bitte alle her? So, das Schwein habe ich erst noch erwischt. Zumindest ein Schwein will ich haben. Wenn es so weitergeht, komme ich nie dazu, die Heatmap zu erklären. So, jetzt pass auf. Platz sollten wir genug haben. Das ist nicht das Problem. 1, 2, 3. Du fliegst raus. Ich brauche keinen Mensch. Oh, schaut euch das an da drüben. Das ist ja übelst. Ah, grüß Gott. Habe die Ehre. Und du kriegst auch eins auf die Mütze. Wahnsinn, wie viel da kommen, oder? Das ist ja echt nicht mehr feierlich. Da ist nochmal ein Schweinerl. So, dann hätten wir auch eine draufgebrannt. Somit dürfte das Nahrungsproblem dann echt erstmal erledigt sein. Darf man nicht unterschätzen, ne? Das Thema Nahrung. Wenn das nicht immer so lang dauern wird, das wäre auch nicht schlecht. Und ich höre schon wieder den nächsten Zombie. Ah, die Krankenschwester, grüß Göttchen, hallo. Sind Sie privat versichert? Nein. In dem Fall nicht. So, willkommen. Zur Begrüßung gibt es eine Truff. Vitamine und Heilbandage, das sehen wir natürlich sehr gerne. So, soviel zum Thema. Schlecht für die Heatmap, aber ich glaube, das ist gerade egal. Ja, dann bin ich wieder bei der Heatmap jetzt. Ja, ich versuche es mal so nebenzu einigermaßen wiederzugeben, in der Hoffnung, dass ich es korrekt erkläre. Also, die Heatmap wurde mit, ich meine, Alpha 10 implementiert. Die Heatmap ist im Endeffekt nichts anderes als ein Indikator, der regional begrenzt ist, also ein Wert, ein, Wie erkläre ich das jetzt? Mir fehlen jetzt gerade so ein bisschen die Worte. Die Heatmap sorgt dafür, dass es dem Spieler nicht langweilig wird, wenn er etwas tut. Jede Aktion oder fast jede Aktion hat eine Auswirkung in diesem Spiel, was die Heatmap angeht. Wenn ich zum Beispiel ein Feuer am Laufen habe, dann heizt das diese Heatmap auf, diese sogenannte. Wenn die Heatmap irgendwann mal den Wert 100 erreicht, dann werden 3 Spider-Zombies gespawnt. Und diese Spider-Zombies suchen den Spieler. Das heißt, die sind uns sauber auf der Fährte und wenn sie uns erwischen, dann machen die einen riesen, ja, Geschrei und Krakeelen in der Gegend rum und spawnen dadurch extrem schnell Zombies. Dass das nicht wirklich prickelnd ist, sollte klar sein. Denn was bedeutet das, wenn da plötzlich so viele Zombies sind? Ja, das bedeutet natürlich, dass wir viel Spaß haben, ne? Weil die kommen dann natürlich alle vorbei und wollen mal eine Runde mitmischen und tanzen. Und das ist nicht wirklich gut, das ist, denke ich, auch klar. Ja, wenn dann diese 3 Heatmap-Spiders unterwegs sind, die folgen quasi dieser Hitze, in Anführungszeichen. Die schauen so nach dem Motto, hey, was ist denn hier los? Und sobald die uns gesehen haben, ist der Teufel los, wie ich schon gesagt habe. Deswegen diese 3 Heatmap-Spiders, Spider von der Heatmap meine ich natürlich, haben absolute Prio. Das Dumme an der Kiste ist jetzt, dass natürlich nirgendwo steht, welchen Level diese Heatmap hat. Okay, das ist jetzt nicht ganz richtig. Es ist durchaus möglich nachzuschauen, allerdings müsste man dazu in den Debug-Modus gehen. Und das ist ja in gewisser Art und Weise ist es ja schon Cheaten, ne? Deswegen, ja, ist das so ein bisschen unsauber, da mal in den Debug-Mode zu gehen. Also ich könnte das mal ganz kurz demonstrieren. Ich gehe mal in den Debug-Mode und könnte mir dann die Heatmap anzeigen lassen, wenn ich jetzt nochmal genau wüsste, wie es ging. Ne, hier ging es nicht. Mein Gott, wie ging denn das? Jetzt hat's. So, hier sehen wir auf der linken Seite. Moment, ich suche jetzt gerade einen Hintergrund, dass ihr das gut seht. Hier. Auf der linken Seite 38,0% Heat. Ne? Alles ist gut, also kein Problem. So, jetzt machen wir mal ein Späßchen. Und zwar, jetzt wollen wir mal hier unsere Forge. Ups. An. Feuern. Okay, jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich zuerst die Mold raus. Das heißt, der Zement ist auf dem Boden. Also, wenn noch was in der Forge drin ist und ihr nehmt zuerst die Mold raus, dran denken, das, was drin lag an
veredelte Material landet auf dem Boden, sofort einsammeln, weil ansonsten ist es weg. Also vielleicht auch nicht ganz schlecht, dass ich es jetzt mal gezeigt habe. Ja, man kann immer als schlechtes Beispiel dienen, ich weiß. Aber gut, so, also wir holen uns jetzt, um das zu demonstrieren. Ja, ich würde sagen, wir machen uns einfach mal ein bisschen Eisen. So, die Pfeile sind fertig. Also hier machen wir 16 Scrap Iron. Können wir schon mal vorbereiten, soweit. Dann holen wir uns die Iron Ingot Mold. Ich sehe schon, ich habe kein Eisen mehr und nichts. Also ich sollte mal unbedingt wieder ein bisschen Bergbau machen, aber gut. So, dann schmeißen wir die Mold quasi hier in die Forge rein. Dann klatschen wir den Schmarrn dazu. Das ist jetzt schwierig, was ich da gerade gemacht habe. Ups. Das passt nicht. Nee. Jetzt hat's. Also, Amount 6, Kapazität 3, das habe ich ja schon mal erklärt. 48 Sekunden, da brauche ich jetzt, glaube ich, keine Kohle. Das wäre Verschwendung. Aber ich habe kein Holz da, oder? Mach mich nicht schwach. Sag bloß, ich habe kein Holz da. Tatsächlich. Das ist ja schwierig. Ja, komm, ist mir jetzt egal. Also, dann verballere ich halt, beziehungsweise stopp. Hahaha. Ich habe ein Lump of Coal da, also muss ich nicht ganz so viel Kohle verballern. Ich habe hier Lump of Coal. Veredelte Kohle. So, also 1,20 haben wir uns ein bisschen was gespart, aber okay. So. Okay, die Heatmap ist jetzt witzigerweise auf 2%, also offenbar ist sie komplett abgekühlt. Und jetzt seht ihr, durch den Betrieb ist das Ding schon mal auf 2% hochgegangen. Ich könnte jetzt noch ein bisschen mehr Feuer machen, zum Beispiel. Ich könnte jetzt noch hier zu kochen anfangen, also indem ich einfach hier noch ein bisschen Schweinderl abkoche. 2 Minuten 40, ja komm, da schmeiße ich jetzt einfach mal hier ein Stück Kohle rein. Jetzt sind wir schon bei 4% Heat, ne? Und je länger die Kiste hier am Laufen ist, desto mehr hitzt sich quasi diese Heatmap auf. Wenn man eine gewisse Zeit nichts macht, also hier quasi keine Dauerbefeuerung etc. Ich glaube, Frames setzen zählt auch dazu, dass die Heatmap ein bisschen hochgeht. Wenn man das eine gewisse Zeit nicht macht, dann kühlt diese Heatmap ab. So, jetzt sind wir schon bei 6%. Ne? Also ihr seht schon, das geht schon relativ flott. Ja, und wenn ich jetzt hier 2, 3 Forges parallel betreibe, ebenso wie 2, 3 Campfire, ja, dann könnt ihr euch mal ausrechnen, wie schnell hier die 3 Spider-Zombies grüß Gott sagen. Ne? Und wenn du da nicht aufpasst, wenn die dich sehen und die fangen hier zum Krakeelen an, dann ist der Teufel los, Freunde. Dann ist mal so richtig die Kacke am Dampfen. Ne? Und das ist dann, ja, schwierig. So, das ist nicht gut, das wollen wir nicht. Okay, dann knallen wir den Schmarrn hier wieder rein. Beziehungsweise, Moment mal, da könnte ich jetzt eigentlich... Könnte ich eigentlich nochmal, wenn ich schon mal da bin, könnte ich gleich mal hier ein bisschen Gunpowder machen. 900 Stück, Wahnsinn, oder? Das ist schon heftig. So, die Vitamine pfeifen wir uns mal rein. Ja, ich wollte heute eigentlich einen Ausflug machen, aber irgendwie... das tut mir jetzt natürlich leid. Aber irgendwie müssen wir den wohl verschieben, habe ich den Eindruck. Das ist jetzt echt blöd, aber... Ich glaube, das schaffen wir von der Zeit wahrscheinlich nicht mehr, dass wir hier jetzt noch mal ordentlich auf die Kacke hauen. Aber ihr seht mir das hoffentlich nach. Also wir machen jetzt einfach mal ein bisschen allgemeines Gedönse. Ich habe ja auch einen Kommentar bekommen, ich soll ein paar mehr Folgen machen. Also täglich, wenn möglich, 7 Days to Die. Täglich wirst du es wahrscheinlich nicht schaffen. Also ich werde mich bemühen, weil es kommt ja jetzt dann auch relativ bald schon die Alpha 11. Heißt, da werden sie wieder einiges ändern. Relativ viel sogar. Was genau? Ich glaube, da muss ich jetzt noch nicht drauf eingehen. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Und ja, auf jeden Fall wollen wir hier ja auch noch ein bisschen was erreichen. Ne? Also kann ich absolut nachvollziehen, diesen Gedanken. Und der macht auch durchaus Sinn, dass wir hier quasi noch ein bisschen was zeigen, was denn hier so alles möglich ist. Und ja, entsprechend werde ich dann hier auch 1, 2, 3, 4, 5. Zack, so, okay, passt. Stack bis 500. Werde ich jetzt einfach mal versuchen, so, ja, in 3 Tagen vielleicht 2 Folgen zu bringen, weil täglich schaffe ich nicht, Freunde. Täglich schaffe ich nicht. Ich habe noch ein anderes Let's Play am Laufen, noch Remember Me, was ja auch gespielt werden will. Und ich habe schon wieder ein anderes so im Auge, was ich mir ebenfalls anschauen möchte. Oder meistens fertig, sehr gut. Möchte ich allerdings noch nicht zu viel verraten. Ich werde, sofern das von euch gewünscht ist, dann natürlich auch die Alpha 11 anspielen.
Bis jetzt habe ich den Eindruck, dass das 7 Days to Die eigentlich schon ganz interessant ist für euch. Also korrigiert mich da bitte, wenn ich falsch liege. Mir macht es einen Heidenspaß auf jeden Fall. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich da gemeinsam mit euch hier die Alpha 11 zocken könnte, wenn ihr da Interesse habt. Also schreibt es doch mal in die Kommentare. Und ja, X-Rebirth ist nicht vergessen, keine Angst. Also da kam ja letztens auch ein Patch 3.2, auch ebenfalls wieder mit ein paar kleineren Änderungen. Aber da würde ich gerne noch ein bisschen warten, bevor ich mir X-Rebirth nochmal anschaue. Ist aber, ich habe es ja schon mal gesagt, ist nicht ausgeschlossen, dass es da eine dritte Staffel geben wird. Also da macht euch keine Gedanken, ne? Das ist noch nicht vom Tisch, dass es hier eine Fortsetzung geben wird zu X-Rebirth. Bloß aktuell, ja, wie gesagt, habe ich ein paar andere Geschichten im Auge, die ich auch angreifen werde. Und ich möchte mich nicht nur über X-Rebirth definieren hier auf dem Kanal. Auch wenn es am meisten Klicks hatte, aber ich bin da ein bisschen eigen. Ich bin keiner, der nur schaut, was macht am meisten Klicks. Und ich spiele es dann auf Gedeih und Verderb und habe aber im Endeffekt eigentlich nicht so den Spaß, den ich dann mit anderen Spielen hätte. Also da bitte ich einfach um Verständnis, ne? Wenn mich einfach ein anderes Spiel gerade etwas mehr reizt, dann möchte ich das natürlich auch gerne zocken. Und wenn ihr dann auch Interesse daran habt und euren Spaß daran habt und mit dabei seid, dann macht das natürlich gleich noch umso mehr Spaß. Aber einfach nur auf, ich spiele X-Rebirth, weil es einfach am besten ankommt. Also sorry, da bin ich der Falsche. Das mache ich nicht so. Wir können euch mal ausprobieren mit diesem einen übrigen Mais-Samen, ob Mais auch so ohne Beet wächst, das weiß ich nämlich nicht. Kann ich nicht sagen. Ui, da drüben kommt die ganze Meute. Schaut euch das an. Eine Wanderhorde. Eieiei. So, Heatmap auf 16%. Okay. Also, jetzt versteht ihr auch, warum ich gesagt habe, das ist eigentlich so ein bisschen wie Cheaten, ne? So das Ding hier links am Rand haben, das finde ich, ja, es ist schon, ja, wie sagt man bei uns, das hat ein Geschmäckle, ne? Also ihr versteht hoffentlich, was ich damit sagen will. Ja, wahrscheinlich versteht das nicht. Ja, wir Bayern, ne, speziell ich jetzt aus dem Allgäu, ja, wir haben halt manchmal ein bisschen Dialekt, den man nicht unbedingt auf Anhieb versteht, aber gut. Man möge es mir verzeihen. Haben wir denn sonst noch irgendwas zum Einschmelzen, dass wir hier ein bisschen Theater machen können? Ich glaube, nee. Doch hier, Lead Ore haben wir noch da, also Blei, das könnten wir noch. Können wir die Heatmap noch ein bisschen anfeuern. Aber ansonsten, nee, also eigentlich nichts mehr, was man hier großartig machen könnte. Ja gut, ich könnte versuchen, ein paar Bullet Casings zu machen. Das wäre eine Idee. Schaut euch das an, wenn die hier reinkommen, dann ist Hurra. Schaut, dass ihr schleicht. Ja, aber diese Karawane, die zieht mal vorbei. Ganz gechillt. Ui, da drüben ist ein Spider, der macht auch Theater. Nee, aber das sind nicht die von der Heatmap. Okay, 20% Heatmap. Hey, hör mal auf hier. Hör auf, dich aufzuführen. Wir sind undetected, wir sind nicht sensed, also offenbar. Ja, Sapperlot. Aber irgendeiner meint trotzdem, dass er sich hier aufführen muss. Das ist ja schwierig. Ich verkrümel mich mal nach oben. Weil ich habe jetzt keine Lust hier zu kloppen. Das muss nicht sein. Die beruhigen sich schon wieder. So, was kann ich hier noch machen? Aktuell eigentlich recht wenig, gell? Diese Woodlock Spice brauchen wir. Ich könnte mal ein paar Schmerzmittel einschmeißen, wenn ich mir das so anschaue auf der linken Seite. Ne? Unser Gesundheitsbalken ist im Moment auch nicht mal wirklich fresh. Das ist ein Spider, der das so Theater macht. Der hat an der Tür geklopft. Wer klopft dann? Wer steht an der Tür? Auf Herbergsuche, wa? Wir kaufen nichts, du. Wir betteln selber. Schleich dich, mein Freund. Schau, dass du wegkommst. Oh, hat aufgehört. Okay, gut. Also, offenbar, die Jungs sind weitergezogen. Bis auf einen unbelehrbaren. So wie es sich anhört. Ja, komm. Führ dich nur auf. So, jetzt sind wir wahrscheinlich sensed. Jetzt hat er uns gehört. Ja, komm, ist mir jetzt egal. Das ist wahrscheinlich bloß so ein kleiner Kriech-Zombie. Dem hauen wir jetzt mal schnell eine auf die Mütze. Wir holen unseren Spike, machen die Tür auf und ab die Post. Genau. Servus. Schaut euch das einmal an. Da haben sie sauber hier die Hütte beschädigt. Oh, oi. Unseren Ofen haben sie durchgeschlagen. Also ihr seht schon, diese Hütte hier, die hält einmal so gut wie gar nichts aus. Die hätten uns hier zerstört, Freunde. Die hätten uns hier mal komplett zu Klump gehauen. Also von dem her war es schon richtig, dass wir
unsere eigene Kiste gebaut haben, ein bisschen weiter, ne? Ihr wisst ja, ein Stückchen versetzt von hier. Also wenn wir es hier versucht hätten, ich glaube, da hätten wir uns einsargen können. Das wäre nicht gut ausgegangen für uns. Das wäre alles andere als gut geworden. So, und ich bin ein Held, ich will jetzt hier, verstehst? Ich will jetzt hier aufwerten. Es geht aber nicht, warum? Weil ich kein Holz habe. Tja, das ist doof. Also, dann kloppen wir hier noch ein bisschen Holz. Und schaut doch mal auf die Heatmap. Gesagt, viele Aktionen wirken sich auf die Heatmap aus. So auch hier. Also wenn ihr Holz fällt, wie die Weltmeister, achtet nochmal auf die Heatmap. 25,4. 25 für 5. 4, 25, 5. 55, 60, 65, 70, 75, 26, 80. Wenn ihr Bäume fällt, das prügelt die Heatmap mal richtig hoch. Ich habe aber gesagt, die Heatmap ist regional begrenzt. Ihr seht nicht, wie, wo die Heatmap beginnt und wo sie anfängt. Ich gehe jetzt einmal ein bisschen spazieren. Achtet auf die Heatmap. 26,8. 26,8. Immer noch. Hier sind wir bei 75% Heatmap. Warum auch immer hier 75% sind, aber ihr seht, wir sind mittlerweile auf einer anderen Heatmap. Wenn ich jetzt zurückrenne, bin ich wieder bei 28,8. Also das ist regional begrenzt. Deswegen, wenn ihr irgendwo extrem viel Hitze erzeugt, gibt es verschiedene taktische Möglichkeiten. Also man verteilt das auf mehrere Standorte, dass das ein bisschen ja auf zwei, drei unterschiedlichen Heatmaps ist. Genauso das gleiche, wie wenn ihr mal extrem Holz fällt und sowas, ne? Stellt euch das Theater mal vor, ihr würdet Holz... Oh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, was ich da gerade mache, ein bisschen viel, aber gut. Ihr habt irgendwo zwei, drei Forges am Laufen und tut innerhalb der gleichen Heatmap noch Holz fällen und euch ein bisschen, ne, ihr wisst, was ich meine. Ja, dann ist vor allem mal ganz schön hier das Theater, ne? Deswegen, ich könnte zum Beispiel auch, wir haben ja da hinten in dieser Richtung unsere andere Hütte, ich könnte hier die Forge laufen lassen und rennen in die andere Richtung. Dann interessieren mich hier die Spider-Zombies nicht, die gehen mir am Arsch vorbei, ne? Mal auf gut Deutsch. Und, deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, was mit dieser Heatmap los ist. Also da muss man immer drauf aufpassen. Und wenn ihr irgendwo drei Spider-Zombies seht, die in der Gegend rumwackeln, auf euch zukommen, dann ist es meistens die Truppe von der Heatmap. Deswegen diese drei Spider-Zombies absolute Priorität, so schnell wie möglich umbringen, weil ansonsten spawnen die eine mega krasse Zombie-Horde und dann viel Spaß. Und wenn das Ganze dann auch in der Nacht ist, wo die Jungs ziemlich schnell unterwegs sind, ja, gute Nacht um 8. Ihr versteht, was ich meine. So, aber gut, dann sind wir für heute auch schon wieder relativ gut fortgeschritten mit der Folge. Ich habe jetzt nicht allzu viel gemacht, heute ist klar. Ich habe da ein bisschen gequatscht, habe euch ein bisschen was erklärt. Hoffentlich war es interessant. Ja, und beim nächsten Mal werden wir dann, denke ich, losziehen. Einmal, ja, so geplant ist es so, mal ein bisschen in die Richtung, in den Westen, was hier so ist. Weil wir wissen ja auch, hier ist ja auch noch eine Straße unterwegs. Da könnt ihr euch gleich mal den Wegpunkt setzen. Schauen, wo es in die Richtung hingeht. Ja, das nehme ich mir fürs nächste Mal vor, aber an dieser Stelle sei es, wie schon gesagt, gut für heute. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, dann freue ich mich umso mehr. Bis dann!